Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mousecraft. Ja, wir werden heute mit Level 26 weitermachen und wir werden, besser gesagt, ich werde jetzt mal die persönliche Herausforderung machen, ob ich das Spiel auch komplett ohne Kaffee und nur mit halbem Schlaf machen kann. Was kann ich machen, damit ich die Mäuse da kaputt mache? Eigentlich nur etwas auf die drauffallen lassen, ne? Was wir theoretisch auch machen könnten, indem wir... Ah, das müssten wir dann aber im Nachhinein machen. Wir müssten eigentlich erst die Bombe holen. Jetzt bin ich mal am Überlegen. Moment. Nein. Mit den Pfeiltasten. Wir brauchen für die rechte Seite, ja, doch, ich würde sagen, da bräuchten wir eigentlich schon noch was für, weil ich weiß nicht, ob die so einen langen Weg hier unter Wasser aushalten. Normalerweise würde ich jetzt sagen. Ach, hier oben ist auch noch ein blaues. Jetzt wird's kompliziert. Wir haben jeweils nur eins von dem. Wenn wir das explodieren lassen würden, dann wäre das zwar über dem Wasser, aber wir bräuchten theoretisch, also beziehungsweise wäre bis hier, die Mäuse wären dann nicht hier über dem Wasser, bräuchten dann theoretisch aber zwei in die Höhe. Das heißt, das müssten wir dann quasi für diese Seite hier nutzen. Wir hätten das dann also noch übrig, um das links einzusetzen. Die Frage ist nur, können wir das links einsetzen? Weil die laufen ja, obwohl, naja, doch, wenn wir das hoch machen, wenn wir das so hochkant setzen, so dass die quasi hier rechts gefangen sind, aber das können wir dann wieder nicht machen. Das ist ja blöd. Direkt das erste Level und ich habe hier schon Probleme. Moment, mit Escape? Nee, kam ich nicht dazu, das zurückzusetzen. So kam ich dazu. Das Problem sind halt die Mäuse hier unten, weil ich brauche erst... Ach nee, ich habe ja eine Bombe. Ach! Alles gut, alles gut. Ich bin so doof manchmal. Okay, geht alle ganz schnell nach rechts. Aber dann kriegen wir nicht alle. Zwei würden wir kriegen, das ist kein Problem. Aber die dritte Maus bleibt halt immer noch dazwischen. Das heißt, dass wir am besten das wirklich so machen, dass wir das hier hinstellen. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen mit den Mäusen. Okay, gut. Dann lassen wir die Mäuse frei. Das ist jetzt erstmal ein Versuch. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Dann lassen wir die Mäuse frei. Die dürfen dann erstmal hier unten links rumlaufen. So, dann nehmen wir jetzt eine Bombe. Die haben jetzt hier hinten noch eins frei, ne? Das heißt, ich muss da jetzt timingmäßig gut gucken. Ja, dass die alle hier weggeklatscht werden, genau. Jetzt ist die große Herausforderung. Das liegt jetzt hier. Das würde ich gerne mitnehmen. Also schaffen werden wir das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, schaffen wir es, den hier jetzt noch mitzunehmen? Wir haben nämlich jetzt nur noch diesen einen Klotz hier. Den wir nicht so hinstellen können, wie ich das gehofft hatte. Scheiße. Käme dann zwar da höher. Das Problem ist, wenn ich das hier hin mache, kommen die da nicht hoch. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Das wäre wahrscheinlich dann noch gegangen, wenn wir das andere hier noch gehabt hätten. Es ist keine perfekte Lösung. Ja.
Wenn wir das so machen, ist es halt auch egal, was ich jetzt mache, es ist egal. Wir kommen da oben an das Blaue nicht mehr ran. Also das können wir jetzt machen wegen dem Wasser, aber ja, es ist halt blöd. Ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt auf Anhieb keine andere Möglichkeit, das Blaue auch noch zu machen. Aber wir haben jetzt erstmal das Level auf jeden Fall geschafft. Ich werde mal schauen, ob ich da eventuell noch was hinkriege. Aber wir werden erstmal das Level so durchziehen. Okay, was ist das? Crumbling Brick. 9 Block erhalten. Brüchiger Block kann tückig sein. Hält nur begrenzte Zeit. Kacheln werden brüchig, wenn Nager drüber läuft. Brechen nach zweite Maus zusammen. Oha. Oha. Okay. Also nur eine Maus darf darüber laufen. Gehen wir mal zum nächsten. Nein! Ach, scheiße! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Wollte ich doch gar nicht. Zerstöre den normalen Block. Also das heißt, wenn das hier brüchig ist. Zerstöre den normalen Block und was? Sieh zu, wie brüchige Blöcke funktionieren. Ja. Mach das weg. Ich sehe ja hier nicht, was da passiert. Also die dritte Maus, die wird dann hier unten gefangen sein. Das ist natürlich blöd. Und das wollen wir nicht, weil wir haben 3 Mäuse, die da rüber gehen. Ich könnte den brüchigen Block kaputt machen. Aber das bringt mir ja nichts. Also ich finde es ja gut, wenn die hier oben sind. Deswegen, warum soll ich die zerstören? Ich bin nur nicht doof. Der kommt sowieso nicht nach unten und wir brauchen den auch. Also, wir könnten den gebrauchen, aber der kommt halt nicht nach unten. Dementsprechend. Wir können das ja mal spaßeshalber machen. Dann können wir das ja immer noch resetten. Dann passiert das, was die uns halt gesagt haben, dass das nach der zweiten Maus kaputt ist. Der fällt dann runter, der dritte. Haben wir jetzt nichts draus gelernt? Ach so, doch, die ist kaputt gegangen. Ah. Okay, aber dann haben wir natürlich eine. Ach so, das hier ist. Gilt das auch, wenn man da was drauf baut? Das wäre jetzt die Frage. Also die große Frage ist erstmal, wenn wir das so machen, dann würde eins davon bröckeln und nach unten fallen. Das heißt, die letzte Maus würde noch hochkommen, wenn ich das richtig verstehe. Und ich hoffe, dass das Gleiche auch hierfür gilt. Also insofern war das gar nicht so doof, dass wir die Bombe jetzt benutzt haben. Das ist aber ein bisschen kompliziert zum Denken, ehrlich gesagt. Muss man ja immer darüber nachdenken, wo jetzt gerade der Block kaputt geht und so. Ach nee, die kommt nicht hoch. Ah nein! Das Level ist geschafft, ja, aber es sind nicht alle Mäuse drin. Ja. Die kann aber auch nicht mehr rein. Läuft das jetzt ewig? Weil es heißt doch immer, dass nur eine Maus. Achso, oder kann ich jetzt hier weitermachen? Restliche Mäuse töten, um zum nächsten Level zu gehen. Ja, würde ich machen, aber wir versuchen es noch einmal, indem wir ein bisschen umdenken. Also, wir sollen den auf jeden Fall zerstören, was für uns natürlich doof ist. Aber scheinbar ist das das Rätsels Lösung. Ich weiß es ja nicht. Die gehen kaputt. Das ist soweit alles okay. Die Frage ist jetzt, was mache ich mit dem? Also links, das funktioniert wunderbar. Die Frage ist, das geht sofort kaputt. Aber ich habe das ja schon so gemacht. Ich kann es ja auch nicht anders machen. Ich muss das ja so rummachen.
Ja, bleibt mir ja keine andere Wahl. Ich sehe da ehrlich gesagt keine Möglichkeit, die dritte Maus mit zu retten. Mach das mal ein bisschen schneller. Weil die eine... Nee, hä? Das habe ich doch eben gemacht. Hä? Habe ich das nicht eben so gemacht? Na gut, wenigstens haben wir es jetzt richtig. Also, aber ich dachte jetzt wirklich, ich hätte das eben so gehabt. So, dann haben wir einen Block, der feste ist. Achso, wir haben ja noch ein ganzes Stück, wo wir uns drum kümmern müssen. Hier müssten wir jetzt quasi theoretischerweise den hier legen, aber das würde dann nicht funktionieren. Nee, Moment, den könnten wir. Wir haben eine Bombe. Theoretischerweise müsste das gehen. Was ich mir gerade vorstelle. Auch wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, was das ist. So, das müsste so funktionieren, dass wenn eine dann runterfällt... Ach, hier ist ja auch noch... Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann nehmen wir das automatisch mit. Nehmen wir das automatisch mit. Ach so, da oben ist der. Oh, nee, dann funktioniert das nicht. Moment. Shit. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte jetzt eigentlich mit der Bombe das hier kaputt machen, damit die bis hier hochgehen können. Was ja theoretisch auch geht. Das Problem ist nur, die sind nicht so eng aneinander, dass ich das dann machen kann, oder? Müssen wir mal ausprobieren. Ah, das war jetzt ein bisschen doof. Das habe ich jetzt ein bisschen spät gesehen. So, die nimmt sich jetzt unten das Teil. Oben kracht jetzt alles auseinander durch die andere Maus. Das ist soweit okay. Problem ist jetzt... Oh, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Ich habe was Wichtiges vergessen. Sollte ich vielleicht machen, bevor die Mäuse alle verrecken. Das Wichtigste ist jetzt das Timing, weil das Problem ist jetzt natürlich, das, was jetzt passiert, dass ich die jetzt nicht alle da reinkriege. Wenn ich das jetzt mache, läuft die eine Maus wahrscheinlich noch da durch, oder? Vom Timing her. Die ist schon mit der Nase da dran. Obwohl, nee, Moment, das wäre so. Die würde dann da durchlaufen. Ich hoffe, die gehen jetzt hier unten nicht kaputt. Ich habe die Befürchtung, dass sie jetzt da unten verrecken im Wasser. Weil die jetzt hier eine Stunde brauchen, um umzukehren. Ja, natürlich. Die werden jetzt alle im Wasser sterben. Ja, ja. Okay. Also ich kann es abschließen, indem ich eine Maus habe, mit dem ich abschließen kann. Ich würde es aber gerne noch besser haben. Das ist mein Problem. Wobei das... Nee, Moment, das war jetzt ziemlich dämlich von mir. Weil die eine Maus hier, die braucht ja gar nichts. Die kann ja sowieso hier rüber. Das war wirklich dämlich von mir. Also das hier... Die Frage ist jetzt, wenn ich das hier unten blockiert hätte. Das sind vier Stück. Kann ich einfach so das hier oben drauflegen, oder? Nee, kann ich nicht. Das würde dann hier auskommen. Wenn ich das da blockiere... Aber dann brauche ich wiederum den Vierer nicht. Weil wenn ich das links alles laufen lasse, die sammeln mir das ja hier ein und die sammeln mir das ein, das ist alles soweit in Ordnung. Oder würde ich den... Moment, würde ich den
den hier hin machen. Dann so. Dann würden die zwei anderen Mäuse oben rüberkommen. Wenn ein... Ich hab einen sehr, sehr guten Gedanken. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Aber wir werden es mal testen. Es ist wohl Timing wirklich alles. Also, jetzt haben die erstmal die Bombe geholt. Dann mache ich das Ding hier unten erstmal weg. So, damit die auf jeden Fall da nicht verrecken. Oder die Maus nicht verreckt, weil ich will jetzt erstmal nur eine da runterspringen lassen. So, die anderen zwei gehen jetzt direkt da rein. So, das ist gut, ja. Zack. Ha! Ha! Ja, geht doch. Super. Okay. Boah. Zwei Level haben wir noch vor uns für heute. Oh mein Gott, also, die müssen auf jeden Fall den Weg unten nehmen. Aber dann kriegen die oben die Bombe nicht. Die gehen auch kaputt, wenn die da oben die Bombe holen würden. Müssen die Bombe holen? Das ist die Frage. Wie viele verdammten Bomben gibt es hier? Ich habe keine Bombe im Petto. Die müssen eigentlich, also eine muss auf jeden Fall unten rumlaufen, damit die das hier holt. Ich muss das mal eben dran halten. Das müsste ja klappen, dass sie da dann hochgeht. Das heißt, das hier muss ich mir für hier hinten aufsparen. Brauche ich aber auch wieder gutes Timing für. Das heißt, für hier vorne, dann brauche ich 1, 2, 3, 4, dann brauche ich aber 5 Bomben. Das heißt, die müssen erst hoch. Das heißt, mit dem wahrscheinlich. Aber wie kriege ich die dann wieder zurück hier hoch? Obwohl, ja doch. Mit dem klappt das ja auch. Die Frage ist nur... Muss die. Ja gut, es reicht ja, wenn ich zwei Mäuse da hochbringe. Ah nee, Moment. Ich muss den hier noch erwischen. Oh Gott, dafür ist dann das zweite hier. Andererseits, da geht dann ja, gehen ja zwei Mäuse direkt durch. Moment, also. Aber dann muss ich hier noch was hinbauen. Bin ich am Überlegen. Moment, Moment, Moment. Also, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir brauchen auf jeden Fall alle 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die Frage ist jetzt nur, eine Maus würde direkt schon nach hier oben weggehen. Das ist soweit alles okay. Also, beziehungsweise zwei Mäuse. Zwei Mäuse würden direkt nach da oben weggehen. Mit der letzten müsste ich versuchen, das hier noch zu kriegen. Und das hier, das würde dann ja automatisch, wenn die unten rumläuft. Das Problem ist halt... Nee, das ist kein Problem, weil nach zwei Mäusen kracht das Ding eh zusammen. Das heißt, die dritte Maus geht gar nicht erst hier oben rein. Ich habe einen Denkfehler. So, das heißt, das brauche ich für hier hinten. Das heißt, das... Die werden ja schon beim Hingehen... geholt. So. Und so. Mal gucken, ob das so funktioniert. Sollte aber normalerweise. Die Maus kommt gar nicht erst hoch. Genau. Da ist alles gut. So. Dann haben wir jetzt erstmal... Das muss weg. Das muss weg.
Und das, damit die dann auch direkt da unten durchgeht. So. Die zwei sind schon mal beim Käse. Die holt mir jetzt hier die Sachen. Wenn ich jetzt die nächste Bombe habe, kann ich das auch schon mal wegmachen. Und das auch. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Denkfehler gemacht. Das setzen wir jetzt hier rein. Und es funktioniert. Puh. Okay. Wir haben jetzt wieder eine Gegnermaus. Einmal Gelee. Die kommt hier auf jeden Fall nicht rüber. Das heißt, wenn wir jetzt da nichts kaputt machen, würde die uns nicht behindern. Ich denke aber mal, dass wir es kaputt machen müssen, um das unten zu haben. Wir haben eine Bombe. Können wir die eigentlich auch kaputt machen? Ich weiß es nicht. Wenn wir die kaputt machen, dann würde das runterfallen. Dann können wir die Sachen einsammeln und die Sachen einsammeln. Dann hätten wir... Also ja gut, Gelee müssen wir sowieso haben, um das hier abzufedern. Dann hätten wir... Können wir die Gelee-Dinger auch mit der Bombe kaputt machen? Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, oder? Oder geht das nur bei den einfachen? Weil hier oben würden die so lange rüberlaufen, bis das kaputt geht. Dann würde das Gelee die auffangen. Das ist soweit in Ordnung. Aber kann ich das Gelee wegmachen, damit ich das dann auch noch holen kann? Das ist die Frage. Und die andere Frage ist, schaffen wir das? Ja doch, die andere Frage, die hat sich dann damit erledigt. Hier unten dürfen die doch rumlaufen, oder? Das ist jetzt nicht gefährlich oder so. Also ich hoffe, dass wir das Gelee sprengen können, weil sonst funktioniert mein ganzer Plan nämlich nicht. Dann machen wir nämlich jetzt einmal die Bombe hier. So, die geht kaputt. Dann lassen wir die laufen. Die machen da oben die Dinger kaputt und sollten auf das Gelee drauf fallen. Und müssen wir jetzt erstmal die Bombe holen. So, Bombe ist... Nee, Bombe ist noch gar nicht da. Das rede ich denn. So, Bombe ist da. Ja, die können wir machen. Okay, sehr, sehr gut. Dann lassen wir die jetzt drüben holen. So. Alle nach drüben. Zack. Und dann setzen wir das hier unten hin. Schön eins versetzt, damit die da auch hochklettern können. Perfekt. Yes. Sehr schön. Ja, und dann haben wir die nächsten 5 Level auch geschafft. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie wir dann ja ab Level 31 weitermachen. Ich hoffe, dann 31 bis 35 hinkriegen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.